Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe nicht zu früh angefangen zu sprechen, bevor die Aufnahme überhaupt aufgenommen hat. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu Killzone 2, The Classic Game. Ich habe hier eine coole Elektrokanone. Die ist wirklich nicht schlecht und die macht richtig Alarm. Und ich habe keine Munitionssorgen. Die ladet sich von allein wieder auf, wenn ich denn möchte. Seht ihr das? Und wieder voll. So ist das. Kann mir keiner was anhaben. Wenn ich schnell genug reagiere, natürlich nur. Wenn ich nah genug dran bin. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Jetzt hängt es wieder. Ja, es ist so eine Killzone 2 Krankheit. Ich hoffe, es hat sich nicht komplett aufgehängt. Das passiert nämlich auch. Nein, diesmal nicht, Gott sei Dank. Niemand dann, wenn's... Ja, und niemand dann, wenn's... Wie komme ich? Immer dann, wenn es speichert und wenn ich dann zu schnell vorangehe, dann bleibt's hängen. Ja, nicht schön, ne? Oh, cool. Geht auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Herr Specht. Oh, da kommt noch mehr. Ja, na dann. Da kann ich ja durchmarschieren wie nix. Mit der Waffe. Ich muss da rüber. Hä, wie komme ich denn da hin? So. Ja, so komme ich da hin. Hätte ich alle vorher platt machen sollen. Dann würden die jetzt nicht rumkommen und da... Schießt. Oh, da. Komm mal her, Kleiner. Langt nicht. Immer noch einer in der Nähe. Wie es aufploppt immer. Die Elektro... Keine Ahnung, Kapazität kann man... Wenn du triffst... Oh, Wire! Ey, verdammt nah dran. Das ist nicht so gut. Darüber muss ich. Okay. So. Aufwärts, aufwärts, aufwärts. Das ist verkehrt, das zeigt nach unten wieder. Okay. Darüber? Es lädt schon wieder. Oh nee, das sind wieder diese blöden Spinnen. Die machen richtig Alarm. Muss dahin. Durch. Dann da hoch wahrscheinlich. Ja. Geschafft, geschafft, geschafft. Hey, Sir, geschafft. Sieh dich das an. Das hat Evelyn wohl gemeint. Ich bin kein Experte für so einen Scheiß, aber alle Röhren kommen auf dem Weg aus der Öde in die Stadt hier vorbei. Das sieht nach dem Kern aus. Wenn wir den zerstören, ist bestimmt das ganze Ding im Arsch. Hm. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay, Rico. Verdammtes Rattennest. Aber jetzt weiß ich, wo unsere Jungs festgehalten werden. Wir ballern uns einfach da rein, töten alles, was wir sehen und nehmen unsere Jungs mit. Das ist gut. Wir uns wieder raus. Ja, das ist gut. Cool. Leben hoffentlich noch. Und Evelyn, ich mach jeden einzelnen Scheißhick fertig, wenn die schon Komm, lauf mal vor.
Wieso immer ich sonst? Ne? Cool. Das ist cool. Das ist cool. Darf man nur nicht so oft machen, sonst wird er sauer und knallt dich ab. Was war denn das? Achso, wieder Informationen. Ah, es lädt schon wieder. Oder speichert oder was auch immer das gerade ist. Ich weiß es nicht genau. Wenn wir laden oder speichern? Wer weiß das schon? Oh oh. Das ist Reddick. Hey, schon. Ich bin nicht sehr geduldig. Sie wissen, warum ich da bin. Ja, weil deine Mama sturzbesoffen war. Sie sind der Nächste. Es sei denn, sie gibt mir die Nuklearcodes. Geben Sie ihm nichts. Ich kann ihn von hier aus erledigen. Nein, seine Jungs decken ihn. Ich flankiere. Warten Sie. Das wird eh nichts. Machen Sie schnell. Nur der Flottenkommandant hat Zugriff auf die Abschusscodes. Können Sie Sprengköpfe neu programmieren? Selbst wenn. Das tue ich niemals. Ist das Ihr letztes Wort? Scheiß drauf. Rico, nein! Kontakt! Ihr verdammte Schweine! Tötet sie! Ja! Gaza! Nein! Lasst sie nicht leben davon kommen! Na, danke auch. Nun hast du einen kleinen Wackelkontakt gerade gehabt? Gaza, alles okay? Ja, ja. Ich bin okay. Ja, wirklich? Was kalt ist das? Er braucht einen Sanitäter. Ich fordere einen Transport an. Wir müssen hier raus und zwar schnell. Gaza ist bewegungsunfähig, Boss. Schicken Sie den Aufzug runter, dann können wir ihn rausbringen. Was habe ich denn da jetzt aufgenommen? Granaten nur, ne? Und schicken Sie ihn runter, Sir. Was kommt da jetzt? Ach komm, zoll nicht rum. Ich übernehme das mal. So, so, so. Oh, jetzt kommt. Komm mal her, Jungs. Ich zeige euch mal was Schönes. Die Waffe ist brutal. Die ist cool. Wo sind der Bote? Sind die da? Muss ich hin? Ach, heu nicht rum. Jetzt? Hoch? Okay, und dahin und dahin. Oh, 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 aua, ja. Das ist too much für mich. So. Wir schießen da noch auf mich. Noch so ein blöder Bot. Nee, der hier. Komm mal her. Ey, wo ist denn der? Hat er einen kleinen Kopfschuss gekriegt? Oder, von, oder wo ist der jetzt? Wo ist denn der hin? Er ist weg. Schnell. Was ist ein Knopf? So, Knopf gedrückt. Ja, klar. Machen wir. Machen wir. Na, mach auf. Okay. Brechen Sie den Kasten einfach auf und reißen Sie alle Scheiß
Kabel aus. So knacke ich gerne Schlösser. Okay. Tür ist doch. Das Ding läuft. Kommt hier rein, Jungs. Ich glaube, Gaza schafft es. Was haben Sie sich dabei gedacht, einfach loszustürmen? Egal, ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Ja. Aber Gaza nicht, du Eumel. Eieiei. Es lädt. Na komm, dann gehe ich. Ja, das ist ein bisschen nervig. Gerade so. Schlecht. Noch mehr Wicks? Wo denn? Oh, da. Komme ich denn da hin? Wo bin ich denn da? Oh, das ist schlecht. Schlecht für dich, gut für mich. Jetzt? Oh. Ich muss da runter. Ey, jetzt habe ich die Schnauze voll da. Aua. Die Störgeräusche sind zu stark. Ich krieg hier kein Signal. Wir kommen raus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah, okay. Legen Sie sich hin. Und ich kümmere mich darum, dass Sie Hilfe bekommen. Rico, wir sind in der Landezone. Ja, jetzt? Seth, machen Sie schon. Netko und ich kümmern uns um die restlichen Bastarde. Ah, okay. Die Tür ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Netko, machen Sie die Tür auf. Wie bitte? Tun Sie es einfach, Netko. Klar, Boss. Okay. Hoch muss ich. Dann stürme ich mal nach oben. Und genau das seht ihr dann. Oh! Hörst du auf mich zu schießen. Okay. Jetzt muss ich wohl. Nee, das ist die falsche. Sie müssen uns hier rausholen. Ganz ruhig, Miss Benton. Halten Sie Kontakt, damit wir Sie finden können. Sind Sie in Ordnung? Mir geht's gut. Gaza ist verletzt. Der Rest des Teams kümmert sich um die Abholzone. Sie brauchen Hilfe. Okay. Ey, das war doch der Kopf, ey. Halten Sie durch und folgen Sie den Anweisungen des Teams, okay? Nur noch ein paar Minuten. Wie mache ich denn das näher? Weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. Achso, okay. Falsch. Ja, wer ist das hier, ihr Hinkbastarde? Alpha-Team,
Raptor A. Wir bringen die Räumung zu Ende, bevor wir das Evakuierungsschiff zu Ihnen durchlassen. Ja, ja. Raptor A, wir warten. Okay, Alpha, runter auf die LZ und auf Abholung warten. Seth, Sie müssen Batten und Gaza, sofort zur LZ. Ja, genau, das mache ich. Aber erst in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal wieder vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Ansonsten schaut mal wieder vorbei. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.